folgt eine Produktion von, von Radio Resa TV, mit großem V, aus dem Studio Norden Hamburg. Das hat sich ergeben im Zusammenhang mit einer Ausstellung über eine Galerie. Genau. Mit einem Bleistift. Und jetzt brauchen wir eine kleine Vorlage. Wie hast du deine Vorlage? Ich habe sogar eine. Ja. Ein. Also ist jetzt nicht farbig, sondern ist einfach nur schwarz-weiß. Aber das hat einer unserer Nutzer mir mitgegeben. Und ich dachte, das ist natürlich ganz hübsch. Das mache ich mal für uns fertig. Meister zu meinen ersten Versuchen hier, dieses Bild freihändig mal eben so ein bisschen nach eigenem Gusto zu malen. Das ist in Ordnung. Genau so sollte es kommen. Einzig diese Zeichnungen dazwischendurch, die erste Zeichnung, die muss noch weg. Hier, diese Linien. Das ist noch zu viel. Aber sonst ist das genau richtig. Aber das pause ich ja gleich ab, damit das alles ein bisschen besser wird. Genau. Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Jetzt wird also da werde ich jetzt mit Bleistift genau die Kopie machen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel ein bisschen größer haben möchte, kann ich das tun? Ja. Dass ich das verlängere sozusagen, dass ich dann das Bild so nehme, aber so ein bisschen das verlängere, damit der Schriftzug, den würde ich gerne sozusagen etwas größer. Anders machen und vielleicht ein bisschen größer machen. Oder meinst du, dass das Format eigentlich genau richtig wäre? Nein, da Da ist man völlig frei. Ich würde den Schriftzug mit dem Ganzen ein bisschen größer machen und unter Umständen am Haus ein bisschen abnehmen. Genau. Dass das Haus ein bisschen kleiner wird. Und der Schriftzug ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Genau, gut. Ich habe zumindest mal die Arbeit so weit hinbekommen, dass ich jetzt kopiert habe. Ja. Jetzt ist die Pause fertig. Jetzt müssen wir die Pause seitenverkehrt auf den Stein bringen. Genau. Und das mit dem roten Papier. Mit dem Rötelpapier, ja. Jetzt brauchen wir einen Stein dazu. Genau. Und zwar nicht den hier, den wir als Probe genommen haben, sondern... Jetzt gehen wir darüber und schauen wegen einem Stein, wegen der Größe. Knopf. Ja, der geht. So. Alles da. Ein bisschen. Wir sind alle ungefähr gleich. So. Gut. Gut. Jetzt nehmen wir den Stein rüber. So. Das nehmen wir mit. Jetzt. Punktlandung ganz. Leave.
Rüttelpapier. Legen das drunter und jetzt pausen wir schön mit Kugelschreiber. Wunderbar. Die ganze Zeichnung durch. Okay. Also der nächste Arbeitsschritt. Gut. Dann. Gut drücken, wenn man nur ganz leicht drückt. Siehst du? Ah, das ist ja kaum zu sehen. Mhm. Dann ist es kaum zu sehen, also man muss gut kräftig drücken. Das werde ich hoffentlich hinbekommen. Ja. So. Dann. Also, ich bin sehr gespannt, was aus meiner Zeichnung wird, beziehungsweise ist es ja eigentlich gar nicht meine Zeichnung, sondern die von dem guten Marc Schmidt, der uns da unterstützt hat. Und ja, ich setze mal an und versuche jetzt mal, diesmal ist es spiegelverkehrt, diesmal stimmt es. Warte, ich nehme den weg. Ich mal mit der Schrift an. Die ist letztendlich am einfachsten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das machen müssen ohne eine Vorlage und hätte rückwärts schreiben müssen, beziehungsweise spiegelverkehrt, das hätte ich nie und nimmer auf die Reihe bekommen. Ich hoffe, ich mache das kräftig genug, dass man unseren Schriftzug auch lesen kann. Vielleicht traue ich mich ja anschließend auch nochmal an eine Zeichnung, die ich ganz alleine fertige. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel and ain't the Lord, no. So, ich glaube, ich bin jetzt so langsam so weit mit dem Durchpausen. Das ist gar nicht so einfach, die kleinen Konturen. Das ist dann wirklich, ich musste ständig gucken, ob ich auch alles erwischt habe, weil das alles sehr fein ist und natürlich dann die Konturen bzw. die Gesichter vielleicht nicht mehr so rauskommen, wie man das gerne haben möchte. Genau. Was sagt der Meister? Geht das einigermaßen? Nein, das ist in Ordnung so. Man muss sich orientieren können anhand von den Linien jetzt. Ja. Und dann nehmen wir die Pause weg. Und jetzt kommt die Frage, macht man alles in Kreide, macht man alles in Feder oder macht man einen Teil in Kreide und einen Teil in Feder? Wovon mache ich das abhängig? Ich würde sagen, die Abhängigkeit ist wahrscheinlich, will man, dass die Schrift hervorkommt, dass man das wie als erstes sieht und die Zeichnung ist eher im Hintergrund oder genau umgekehrt. Soll die Zeichnung rauskommen und die Schrift eher im Hintergrund sein. Und das, was rauskommen soll, würde ich mit Feder zeichnen. Aus Ihrer langjährigen Erfahrung, was würden Sie sagen, die Schrift eher mit Feder? Also ich hätte jetzt von mir aus erstmal gedacht, die Schrift mit Feder und das andere mit Kreide. Ja, das geht, dann kommt die Schrift eher raus, also mehr raus. Ja. Wir können das nachher mit Farbe noch steuern, dass wir bei der Schrift ein bisschen andere Farbe nehmen als bei der Zeichnung. Genau, also ich würde auch ganz gerne, das Ganze ist jetzt ja nicht farbig, aber ich würde es beim Druck dann ganz gerne farbig haben. Ja. Dann würde ich das mit Feder machen und jetzt zuerst die Zeichnung mit Kreide. Alles klar. Das heißt, ich würde jetzt mit der hier mit nachzeichnen. Genau. Und mit der Feder würde ich die Schrift oben machen. Die kommt nachher mit Schrift, wenn die Zeichnung fertig ist. Wunderbar. Dann werde ich das mal versuchen. Dann viel Glück. Das wünsche ich mir auch. Und das wünsche ich uns allen, dass am Ende wirklich auch was Vernünftiges dabei rausgekommen ist. Und ich fange einfach mal mit der Feder an. Das heißt, da brauche ich dann dementsprechend auch die Farbe dazu. Nee, das kommt da rein. Das war das. So. Es ist dasselbe. Ist dasselbe? Ja, kannst du gar hier reingießen. Gut, dann mache ich das doch gleich. Vorsicht. Ist das Besondere? Das ist Lithografie-Tusche? Ja, das ist extra gekocht. Ja. Ich koche mir das selber als Abfällen von diesen Kreiden.
Okay. Oder mit Wasserbad kochen. Dann werde ich diese besondere Lithografie-Tusche mal auftragen und hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. So, um zu sehen, die Dicke mache ich erstmal am Rand ein bisschen. Am Rand einfach probieren, ja. Und Papier drunter legen, genau. Kann man jetzt das zusammenfalten und... Damit ich es nicht verwische. You close the door and start the motor. I roll the window down. I raise my hand and wave goodbye to neighborhood. Queens and clowns and children in the front yard. Das ist gar nicht mal so einfach, weil man nicht genau weiß, wie viel Tinte man nehmen muss. Es kommt beim ersten Mal so wenig vor, weil da gar nichts kommt. Und beim zweiten Mal kommt dann plötzlich ganz viel. Wie man hier sieht, da sieht man nämlich keine Lücke bei dem A mehr. Und ich hoffe, das kann man hinterher noch als A von Radio erkennen. A silent conversation. No words, cause there's no... Aber ein bisschen Fantasie kann der Betrachter ja auch mitbringen. Tapes mix up the years and press repeat and press repeat. Trunk is filled. Wahrscheinlich kann man hinterher auch ein bisschen wieder rauskratzen, sodass das Loch dann wieder da ist. I'm smiling on the surface. I'm scared as hell. Sieht nämlich ganz einfach aus, aber so einfach ist es mit dem Pinsel hier gar nicht. Good picture, why we leave behind. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive. So, ich glaube, viel besser bekomme ich es jetzt nicht hin. Ich bin gespannt. Das ist gar nicht so einfach, weil die Spitze dieses Stiftes doch relativ dick ist. Man muss immer wieder mal nachschleifen. Irgendwie hätte ich eine ganz feine Spitze gebraucht, um diese feinen Linien einer Karikatur so richtig rauszukriegen. Ich habe jetzt mal den Tipp hier aufgenommen und habe die Rückseite, die Spiegelseite sozusagen nochmal verglichen mit dem, was ich hier auf den Stein gebracht habe. Und naja, es sieht jetzt einigermaßen so aus wie auf der Vorlage, auch wenn ich glaube, dass die kleinen Gestalten im Fenster irgendwie nicht wirklich mehr zu erkennen sind. Aber ich habe es versucht und mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Ich werde gleich mal den großen Meister fragen, wenn ich ihn wieder sehe hier. Der ist gerade verschwunden, aber der wird sicherlich gleich wieder auftauchen und dann gibt es den nächsten Schritt, hoffe ich. So, ich habe jetzt so langsam meine Arbeit hier verrichtet. Bin nicht so ganz glücklich, weil mir da so ein paar kleine Fehler unterlaufen sind. Da habe ich zu viel Tinte genommen und irgendwie die Konturen hier bei den kleinen Personen, das war dann doch nicht so ganz einfach mit dem Stift. Was habe ich falsch gemacht? Den Stift kann man spitzen. Und zwar, wir brauchen ein Stück Papier. Hast du mir da... Ja, so. Das kann man. Und dann kann man verhältnismäßig feine Sachen machen. Warte mal, ich gehe da runter. Aber ganz wenig Druck. Ja. Und dann hat es wieder einen schönen Spitz. Dann ist er schön spitz, ja, wunderbar. Aber was sagt... Nein, ich würde sagen, dass das jetzt mal in Ordnung ist. Okay. Dass wir das so lassen. Nee, ich sehe gerade, ich habe zwei noch was vergessen. Was? In diesem Moment sehe ich, dass da... Ah ja, das Tonband. Dass da tatsächlich das Tonbandgerät noch fehlt. Was mache ich bei diesem Geschichten? Das kratzen wir raus. Das wird rausgekratzt. Das wird rausgekratzt.
Wunderbar. Das brauchen wir einen Schaber. Dann werde ich mal hier sehen, dass ich... So. Dann lasse ich dich einfach mal sitzen, dass du da rankommst. So. Jetzt mal schauen, was das heißt. Das einzig, hä? Einzig soll das heißen, genau. Und das ist sein Schriftzug und er macht das einzig dann auch groß. Das ist das der einzig echte. Aha. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das sollte der heißen da, hm? Genau, das ist glaube ich irgendwie ein bisschen verunglückt. Das ist ein bisschen könnte man das auch komplett weglassen, jetzt, wenn man jetzt sagt, man braucht da auch keine Signatur darunter. Sniff, warte mal. Dass man einfach nur dieses Sniff da nimmt, was da oben steht. Und das andere, ich würde das weg. Auch, das ist so un... Das passt eigentlich gar nicht da irgendwie rein. Ich würde das nur das Sniff drin stehen lassen und den Rest machen wir nachher weg. Das kann man also wegmachen. Das schleifen wir nachher weg. Wunderbar. Ja. Dann würde ich das auch genauso machen. Jetzt ist noch eine Frage, soll man zum Beispiel hier noch ein bisschen Ton machen, dass das Haus noch ein bisschen mehr zum Vorschein kommt? Ja, das würde ich gut finden. Gut. Dann brauchen wir jetzt Äze. Das packe ich mal weg. Jetzt muss ich nur rasch meine Äze holen. Das ist jetzt das zweite wichtige Teil, was wir brauchen, und zwar ist das Gummi-Arabicum. Gummi-Arabicum? Ja. Gummi-Arabicum ist ein Harz einer afrikanischen Akazienart und hat die Eigenschaft, es ist nur einmal wasserlöslich. Das kriegt man in so Knollen. Ja. Und die werden ins Wasser gelegt und das gibt dann diesen Sirup. Und wenn der einmal eingetrocknet ist, lässt er sich mit Wasser nicht mehr lösen, sondern er quillt auf mit Feuchtigkeit und hält die Feuchtigkeit eine Zeit lang. Und das ist die Eigenschaft. Wenn das mal verankert ist im Stein, lässt sich es nicht mehr auswaschen. Okay. Und weil die Kreide fettig ist und das in Wasser gelöst, stößt die Kreide das ab. Also wenn ich jetzt das drüber leere, wird dort, wo Kreide ist, ist die Stelle schon besetzt und dort wird kein Gummi-Arabicum hinkommen. Okay. Und damit es ein bisschen besser funktioniert, hat es ganz wenig Salpetersäure drin. Mhm. Und wie viel Salpetersäure das drin hat, sieht man, wenn man so ein bisschen ausprobiert. Man sieht es eigentlich fast nicht, aber es gibt ganz kleine Bläschen, wenn die Säure das Kalk anlöst. Ja. Und jetzt kannst du da den Turm, das da und den Turm mit diesem Gummi-Arabicum bestreichen. Ja. Und dann schützen wir den Turm und spritzen nachher mit Sieb und Zahnbürste hier einen ganz leichten Ton. Okay. Damit der Turm ein bisschen mehr rauskommt. Das ist gut. Kannst du einfach hier so mit und, dem. Und auch großflächig drüber. Ja, großflächig. Gut. Aber schön sich an die Linien halten. An die Linien halten, okay. Ja, ja. Und auch die das, Männchen das, mit? Nein, ja, alles mit. Alles mit. Alles mit, gut. Ja. Okay. Dann komme ich jetzt zum nächsten Arbeitsschritt. Ja, also wollen wir von dir verabschieden. Ja. We'll be right back.
scheint allmählich trocken zu sein. Ja. Also können wir mit dem nächsten Arbeitsschritt fortfahren. Ja. Jetzt spritzen wir. Spritzen brauchen wir eine Zahnbürste und ein Sieb oder ein Aerograph und einen Kompressor. Okay. Aber da wird das nicht haben. Müssen wir jetzt mal genau erklären, was das jetzt... Es geht darum, einen Grauton hinter das Gebäude zu ziehen, indem ich mit Dusche und einem Sieb einen ganz leichten Ton mache. Und damit nicht das Gebäude voll wird, ja, mit Farbe haben wir das geschützt mit Gummirabikum. Ah, okay. So, jetzt schauen wir mal da. Siehst du schon einen ganz kleinen Ton? Ja. Nehmen wir wieder, nur ganz wenig. Siehst du? Okay. So. Du reichst mir das Sieb weiter, also bin ich wieder dran. Ja. Dann werde ich es dann mal wieder versuchen. Über alle Stellen, die wir nicht abgedeckt haben. Eigentlich würde ich sagen, so verlaufend nach oben. Okay. Okay. Ich muss mir überlegen, willst du da noch irgendwas reinzeichnen oder ist fertig so? Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch reinzeichnen soll. Insofern. Gut, dann lassen wir das trocknen und als nächsten Schritt präparieren wir das. Genau. Zum Drucken, ne? Okay. Das Präparieren wird wahrscheinlich erst morgen passieren? Nein, heute Abend wird noch präpariert. Heute Abend wird noch präpariert. Sollte, wenn es möglich ist, über Nacht in der Ätze stehen bleiben. Okay. Und wenn ich das unterschiedlich farblich gestalten möchte, muss ich das heute sozusagen dementsprechend schon präparieren? Nein. Oder das passiert das dann passiert hier morgen. Gut. Das hier unten, das kommt ja weg, das bleibt mir ja weg. Und wie ist es hier oben bei den... Der nächste Arbeitsschritt steht bevor. Wir haben jetzt hier den Hintergrund geschwärzter bzw. dunkler gemacht. Und das ist jetzt auch langsam angetrocknet. Was passiert jetzt, Ernst? Jetzt musst du entscheiden, ist die Zeichnung fertig oder muss noch irgendetwas gemacht werden? Ich entscheide, die ist fertig. Gut. Ich habe dann eh keine kreativen Ideen mehr. Außerdem will ich unserem Meister, dem Marc, der das Ganze gezeichnet hat, natürlich nicht ins Handwerk fuschen. Genau. Also, jetzt ist alles, was später gedruckt werden soll, ist präpariert. Ja. Es ist überall fett platziert, wo später mal drucken soll. Der nächste Schritt, jetzt muss alles präpariert werden, was nicht drucken soll. Okay. Und dabei kommt dieses Gummirabikum ins Spiel. Das ist so eine sirupartige Flüssigkeit. Das ist ein Harz von einer afrikanischen Akazienart, das in Wasser gelöst werden kann. Mhm. Und zwar nur in Wasser, sonst in überhaupt nichts.
Und das ist nur einmal wasserlöslich. Wenn das mal gelöst ist in Wasser, löst sich später nicht mehr auf. Okay. Du hast das wahrscheinlich auch schon gegessen. Das ist das glänzende Zeugs, das auf den Lebkuchen drauf ist. Lebkuchen habe ich schon gegessen? Ja. Dann habe ich das Zeug schon gegessen. Ja, und das braucht man in der Konditorei. So sieht das also aus, ja. Und so riecht das. Ja. Jetzt wird die Zeichnung zuerst mit Kolophonium gepudert. So. Dann wird das überflüssige Kolophonium mit Talkum abgenommen. So. Das schützt die Dusche ein bisschen gegen die Ätze. Weil die Ätze hat Salpetersäure drin. Aber nur ganz wenig. So. Jetzt schauen wir zuerst die Ätze. Die schäumt ganz leicht. Das heißt, sie ist ganz leicht aggressiv. Jetzt gießen wir etwas drauf und verteilen das mit der Hand. So. Hat das einen Grund, warum man es mit der Hand und nicht mit einem Schwamm macht? Oder das könnte man mit Schwamm oder Pinsel oder das so. Das ist egal. Ich mache das jetzt immer mit der Hand. So. Also die greift also die Haut nicht an, sondern in dem Falle nur den Stein? Nein, nur den Stein. Mein Lehrmeister hat zwar immer gesagt, alte Drucker haben wegen dem ganz kurze Finger. Aber das... Auch deine Finger sind noch dran und die sehen noch nicht so kurz aus. Genau. Und jetzt sieht man auch, wo vorher Gummi Arabicum war, löst sich die Dusche. So. So, und jetzt lässt man die Dusche liegen, bis sie sich vollständig neutralisiert hat. Die Säure wird neutralisiert durch den Kalk. Und am Schluss ist eigentlich auf dem Stein nur reines Gummi Arabicum. Und wie lange muss das jetzt einwirken? Eigentlich lässt man das über Nacht stehen. Das heißt, für heute war es, wenn ich das richtig sehe, dann der letzte Tagesordnungspunkt sozusagen. Genau, heute war es der letzte Schritt. Jetzt lässt man das über Nacht stehen. Ja. Und morgen geht es dann weiter, indem dass diese Dusche ausgewaschen wird und ersetzt durch Druckfarbe. Und dann werden wir nochmals ätzen, einen zweiten Ätzgang machen und dann können wir drucken. Da bin ich schon sehr gespannt, was morgen passiert beim Drucken. Ich auch. Ob das Ganze denn so aussieht, wie wir das eigentlich haben wollen. Da kann man nur hoffen. Das hoffen wir auf jeden Fall. Hat mir auf jeden Fall schon mal viel Spaß gemacht heute. Und dann bedanke ich mich bis hierher. Bitte, gern geschehen. Und morgen geht's dann weiter. Morgen geht's weiter in diesem Theater. I can hear my train coming. Now I'm running for my life. What makes a man walk away from his mind? I think I know. Damit endet Tag 1 des Lithografie-Kurses. Es war auf jeden Fall spannend für mich, mal ein bisschen Kunst zu betreiben. Und ich hoffe, dass das Ergebnis dann auch einigermaßen aussehen wird. Das wird man dann möglicherweise irgendwann im Sender begutachten können. Aber der Ernst hat mir ja versprochen, es wird auf jeden Fall etwas dabei herauskommen. Ich hoffe, für Sie ist auch ein bisschen was dabei herausgekommen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bin so langsam auch ein bisschen müde und bereite mich schon mal seelisch auf den morgigen Tag vor. Denn dann fangen wir schon an, den Stein zu bearbeiten so richtig und auch zu drucken. Und dann wird es, glaube ich, noch mal richtig spannend werden. Bis morgen!